da ist der Polarstern, der Polstar, der uns immer den richtigen Weg nach Hause zeigen soll. September we met, I can tell by your smile. Hi, willkommen im Blockhaus. Nicht dabei die Luna, aber dafür der niegelnagelneue Polestar 2. Dieser Wagen ist genauso konfiguriert, wie wir ihn bestellt haben und auch kaufen werden. Und ich bin recht froh, dass wir jetzt also eine Testfahrt damit machen können. Ihr wisst ja, wir vom Polestar Club haben ja 3 Fahrzeuge zur Verfügung gestellt bekommen, die wir halt heute von München nach Köln bringen werden. Ich habe diesen Wagen also zur freien Verfügung und kann damit jetzt tun und lassen, was ich möchte, solange der Wagen pfleglich behandelt wird. Und da haben wir uns halt überlegt, eben diese Fahrt zu machen und euch Bilder mitzubringen. Ich werde später noch euch Innenraumbilder mitbringen. Was ich schon sagen kann, es macht einen Mordspaß, diesen Wagen zu fahren. Ich habe direkt das One-Pedal-Driving eingeschaltet und ich habe bis jetzt noch nicht einmal die Bremse benutzt. Ich werde jetzt noch versuchen, die Fahrassistenzen ein bisschen auszureizen, was es denn genau kann und was es bringt. Ich kenne es ja überhaupt nicht. Das ist für mich eine komplett neue Technik. Und mal gucken, wie mir das gefällt. Ich denke, da werden wir uns schon einig werden, dass mein Fahrstil und der Polestar 2 ganz gut zusammenpassen. Was ich schon sagen kann, ihr habt ja in den letzten Videos der ganzen YouTube-Kanäle schon einige Eindrücke vom Polestar 2 gewinnen können. Und ich muss sagen, so ein bisschen anders ist es bei mir schon. Vielleicht liegt es ja auch an meiner Körpergröße. Ich bin nur knappe 1,70 groß, wenn ich dann auch noch entsprechend Schuhe anhabe. Da waren ja doch immer die Herrschaften etwas größer und somit war das Platzangebot bei denen kleiner. Bei mir ist es genau andersrum. Ich fühle mich super mega wohl, auch mit der Mittelkonsole. Auch hier werde ich euch noch Bilder zeigen, wie es denn bei mir aussieht in meiner persönlichen Sitzposition. Und auch von unterwegs wird noch eine ganze Menge an Bildern Flut auf euch einkommen. Und jetzt kommt hier tatsächlich ein Porsche Taycan und das finde ich jetzt total klasse. Vielleicht will er ja noch was zu dem Polestar 2 sagen. Ich weiß es nicht. Oder er möchte nicht im YouTube-Video auftauchen. Egal, ich werde mich mal mit ihm unterhalten und ein paar technische Finessen mit ihm austauschen. Aber bleibt doch einfach noch hier dran. Es kommen noch eine ganze Menge Bilder und vielleicht bin ich mit euch auch mal nachts unterwegs und wir sehen mal, wie der Polestar 2 und die Lichtverhältnisse und das Ganze Ambition, Pflicht und so funktioniert. Also, bis später!
willkommen zurück direkt aus dem Polestar. Ich habe euch ja versprochen, ein paar Bilder mitzubringen. Ich hoffe, euch gefällt diese Kameraperspektive, denn ich denke, dass man hier am schönsten ein bisschen so das Infotainment-System auch sich anschauen kann und auch eben ja, die Sitzgewohnheiten im Wagen ganz gut damit erfassen kann. Ich habe selbstverständlich ja auch euch Fotos noch mitgebracht und wenn wir Glück haben, habe ich auch in diesem Film ein paar wunderschöne Drohnenaufnahmen mit eingefügt, die Maurice mir zur Verfügung gestellt haben. Wir waren ja mit den drei Polestars unterwegs in Karlsruhe und haben da echt total geniale Aufnahmen gemacht, die ihr sonst so auf anderen Videokanälen einfach nicht finden könnt. Und deswegen bleibt doch hier dran. Aber erstmal wollen wir uns ein bisschen dem Innenraum widmen. Und ihr seht einmal hier vorne, das ist Teddy. In unserer Familie sind wir doch ein bisschen maskottchenaffin. Teddy gehört meinem anderen Bruder Martin, der mir erlaubt hat, Teddy darf mal mitfahren. Das ist also ganz besonders, ob der auch einen Platz findet, denn vielleicht würde sich ja dann mein Bruder doch auch noch dafür den Polestar entscheiden. Teddy hat seinen Platz gefunden. Teddy, was sagst du denn dazu? Warum? Ja, Teddy findet also Polestar total genial und ich hoffe, ihr konntet ihn verstehen. Wenn nicht, die Übersetzung war ganz hundertprozentig. Dieser Wagen ist super, er fährt so leise und ein Honigtopf wird nicht hin und her geschüttelt. So, das hat er also gesagt. So viel zu Teddy. Dann haben wir als weiteren Gast im Wagen meinen Mann Ludger. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus dem ein oder anderen Video, ist er ja mal aufgetaucht. Und jetzt fragen wir ihn doch mal, wie er die Sitzposition empfindet, gerade insbesondere wegen der doch sehr dominanten Mittelkonsole. Wir haben uns gestern aber auf der Probefahrt dazu entschieden, dass wir das ein Rennfahrerchassis nennen wollen, weil ja, es ist doch sehr ausgeprägt. Aber Ludger, was sagst du denn? Wie findest du denn die Sitzposition und die Mittelkonsole und mit der Armablage? Also ich muss sagen, man sitzt hier sehr bequem, also wie zu Hause auf dem Sofa. Die Armmittellehne, was viele als Kritikpunkt angebracht haben, finde ich überhaupt nicht als störend. Es ist sehr bequem, man kann seinen Arm ablegen. Man fühlt sich hier, ich sag mal, wie zu Hause. Ja, man sitzt bequem, kann gemütlich fahren, kein Stress. Man weiß immer, wo man seinen Arm ablegen kann. Nicht, dass man ihn auf den Schoß legen muss oder an den Henkel halten muss oder sonst irgendwas. Man fühlt sich hier einfach wie zu Hause. Findest du das denn mit der Mittelkonsole unbequem? Wir sind jetzt doch schon ein paar Kilometer gefahren. Hast du das Gefühl, das Bein mal anders positionieren wollen? Hast du da irgendwelche Auffälligkeiten bemerkt beim Positionieren der Beine während der Fahrt? Nein, also hier ist Platz genug. Ich bin jetzt von der Größe her normal, also ich sag mal 1,82, wiege 80 Kilo, also habe eine Standardgröße, ich bin jetzt nicht übergroß, aber ich habe hier Platz genug. Also ich würde mal sagen, Menschen bis 1,90, 1,95, die können sich hier locker bequem ausbreiten. Wenn man natürlich größer wird, wird der Platz hinter einem eng werden, aber ich sag mal, von meiner Statur oder bis zu 1,90, 1,95 haben vorne und auf dem Rücksitz die Leute Platz genug. Also dann sind die Beinfreiheiten groß genug und vorne ist Beinfreiheit genug. Also man kann hier bequem sitzen. Hier gibt es überhaupt keine Probleme, dass irgendwo was eng ist. Also ich sag mal, wie ein normales Auto auch. Beim Verbrenner hat man genauso viel Platz wie bei diesem Auto. Also da haben wir schon mal keine Einschränkung. Dann hatten wir aber ja festgestellt, als Automatikfahrer legt man ja gern das linke Bein mal zur Seite oder stellt es mal hoch. Was ist dir da aufgefallen? Ja, es gibt also im Fahrraum, da wo die Füße sind, so eine kleine Erhöhung. Also wenn man den Fuß zurückzieht, ist so eine kleine Erhöhung, so ein kleiner Huckel da. Ja, es ist erstens gewöhnungsbedürftig, aber man hat sich ruckzuck dran gewöhnt. Also man stellt das Bein ein bisschen höher. Ja, wahrscheinlich der Batterie geschuldet, die da unten drunter ist. Aber es schränkt einem nicht ein, in keinster Weise. Ja, jetzt kommen wir ja zu den Fahreigenschaften. Es wurde gefragt, dass du doch mal berichten sollst, wie fährt sich denn das Auto? Also wir haben ja das One-Pedal-Driving eingeschaltet, das nutzt du ja auch. Und wie fährt er sich sonst so? Du hast ja schon die Höchstgeschwindigkeit gefahren. Ach nee, das war ja ich. Oh,
Das war ja ich. Also, aber du bist ja jetzt auch schon einige Strecke mit dem Wagen gefahren. Wie findest du das denn so? Du bist ja noch gar nicht Elektro wirklich gefahren, außer die Renault Zoe von meiner Mama. Da darf er ab und zu mal rein, wenn wir den Schlüssel abgeben. Aber wie findest du denn jetzt das gesamte Fahrgefühl gegenüber den anderen Fahrzeugen, die du so schon gefahren bist? Und jetzt lob mal ein bisschen den Polestar. Lob mal den Polestar. Also ich war erst auch sehr skeptisch, muss ich sagen. Ich meine, ich fahre ein Plug-in. Aber ich habe die Entscheidung nicht bereut, dass ich das Auto bestellt habe oder gekauft habe. Das habe ich bestellt. Wenn ich damit fahre, ich sag mal, du fährst auf der Autobahn 160, das merkt man nicht. Also das Auto liegt so satt auf der Straße, also man fühlt sich da wohl und zu jeder Zeit sicher, wenn ich Gas gebe, zu jeder Zeit kann ich alle anderen Autos ausfahren. Ich habe überhaupt kein Problem. Das ist eben das, was der Elektro ausmacht. Ich hätte diese Beschleunigung jetzt beim Verbrenner überhaupt nicht hingekriegt. Also es ist gewöhnungsbedürftig. Man muss sich natürlich umstellen, weil man muss mehr Pausen machen durch das Laden. Man muss seine Routen planen. Aber vom Fahren her würde ich sagen, ist der fast noch besser als ein Verbrenner. Also weil die Batterie eben unten im Boden eingebaut ist, hat das Auto eine sagenhafte Straßenlage. Ja, man kann zu jeder Zeit beschleunigen, auch abrupt, wenn es sein muss, mal zur Seite weg, dass man, wenn man überholen muss, dann kann man einfach rüberziehen, ohne dass das Auto anfängt zu schwimmen oder dass man sich Sorgen machen muss, dass man in irgendeine brenzliche Situation kommen könnte. Ja, und das macht eben das Elektro gegenüber den Verbrenner aus. Ja, für mich als Beifahrer sind manchmal solche Aktionen sehr überraschend. Ihr wisst, so ein Elektroauto kommt halt direkt vom Punkt auf in den Start, geht es los. Und also ich als Beifahrer finde das Fahrgefühl auch sehr, sehr angenehm auf der Autobahnfahrt. Man kann sich super gut unterhalten bei jeden Geschwindigkeiten. Ihr habt das in den anderen Videos ja schon alles gesehen, dass der Geräuschpegel also wirklich deutlich geringer ist als in anderen Fahrzeugen, Elektrofahrzeugen, wo ich mitgefahren bin. Grundsätzlich ist ein Elektroauto ja leiser, auch im Innenraum. Und hier muss ich sagen, es ist wirklich sehr angenehm. Ja, ich würde jetzt mal einen Rundgang durch den Innenraum machen und insbesondere das Infotainment-System. Da muss ich mich jetzt mal eben ein bisschen umstöpseln und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie versprochen, nehme ich euch jetzt mal zum Rundgang mit. Das ist jetzt der Blick auf den Sitz hinter dem Beifahrer. Wir haben die Innenausstattung schwarz mit Charcoal Ashes Design, also praktisch mit schwarzen Holzelementen und den schwarzen Beefdeck sitzen. Der Stoff, ja, so ein bisschen wie Neopren und wie Jeansstoff. Ich kann das gar nicht so begreifen. Also ist auf jeden Fall sehr angenehm. Auch in der Temperaturbeständigkeit recht schön. Wir haben hier jetzt draußen haben wir eine 23 Grad. Im Wagen haben wir die Klimaanlage an mit 21 Grad. Und es ist also hier wirklich schön temperiert, auch mit dem Glaspanoramadach. Aber gucken wir uns doch erstmal den Wagen an. Ich finde es schön, dass hier mit hellgrauen Applikationen gearbeitet worden ist. Die Griffe sind also in Silberfarben. Und ansonsten ist eben schwarz und grau das dominante Farbschema in dem Wagen. Wir haben hier also das Multifunktionslenkrad mit dem Fahrerdisplay. Dann haben wir hier das Infotainment-System. Wir haben dann entsprechend, was ist jetzt hier passiert? Habe ich gerade ein Foto gemacht. Hier haben wir jetzt also dann auch den Wahlhebel und auch eben die Mittelkonsole. Ich finde sie jetzt für mich als Beifahrer keine Ablageoption. Für den Fahrer ist es wohl ganz optimal. Ich habe jetzt die Füße hochgestellt und ich finde es also nicht als störend. Für mich ist es ganz angenehm. Wir hatten natürlich auch gestern bei der Probefahrt Fahrer mit deutlich größeren Körperstrukturen und Staturen im Wagen drin sitzen. Da war es schon doch reichlich für sie manchmal gefühlt beengt. Also wir hatten viel dann gehört, oh, von außen sieht der Wagen aber größer aus, wie innen das Empfinden ist. Aber da haben wir ja auch bei uns im Polestar-Forum genügend Maße und ich werde nachher auch nochmal mein Maßband rauskramen und einige Messungen vornehmen, die ja für die Sternfahrt erfragt worden sind und die werden nachher noch aufgelistet. Dann
Dann haben wir natürlich den rahmenlosen Rückspiegel, den kennt man ja. Und hier unter dem Spiegel, ich will mal gucken, dass ich nachher noch da ein Bild von mache, das sind wohl die Homelink-Button. Es wurde gesagt, halt für eine Smart-Home-Steuerung von Garagentor sollen wohl diese Knöpfe sein. Das kann ich jetzt nicht, ja, sagen. Ich habe keine Smart-Home-Steuerung, also von daher müsste da dann die Info vielleicht von anderen kommen, die eben dann diese Funktion nutzen. Wir haben hier ganz klassisch bewegliche Lüftungsschlitze, einmal in der Mitte und dann haben wir jeweils an der Seite welche, die ganz normal manuell entsprechend bewegt werden, um die Lüftung zu zirkulieren, wo auch immer hin. Zu den anderen Lüftungseinstellungen kommen wir dann halt später. Und hier sind wir jetzt auf der Beifahrerseite. Sonnenblende brauchen wir gerade nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Nein, das ist ein bisschen zu überbelichtet. Den rahmenlosen Spiegel, also ich finde ihn sehr angenehm. Der übrigens auch beim Rückwärtsfahren runterklappt. Das muss man entsprechend einstellen. Sehen wir aber nachher auch im Infotainment-System, wenn ich das entsprechend dann mal durchbediene und euch zeige. Ich hoffe, ihr könnt das dann auch alles sehen. Muss ich vielleicht nochmal die Kamera umstellen. Ja, gestern, kommen wir doch nochmal ganz kurz zu gestern. Gestern waren wir ja bei Autohaus Geiser in Karlsruhe und haben dort ja mit den drei Polestars Einkehr gehalten. Und da standen schon andere Polestars auch in den Verkaufsräumen. Also Auto Geiser wird wohl ein Polestar-Händler werden. Hat er noch was dazu gesagt? Ich kam ja gefühlt gar nicht aus dem Auto raus. Es waren so viele Interessenten da. Und das ist so begeisternd angenommen worden, dass diese Polestars also doch mal gezeigt werden konnten. Ich hätte eigentlich Provision verlangen müssen, weil ich glaube, dass gestern die der Bestellplattform, die Konfigurationsplattform, also wirklich ausreichend genutzt worden ist. Viele haben dann sich bestätigt gefühlt, ihre Bestellung korrekt gemacht zu haben. Also ganz viele haben ja tatsächlich die Wagen blind bestellt, die also auch nicht die Chance genutzt haben konnten, also nicht nutzen konnten, auf der Roadshow den Polestar 2 live zu sehen. Die haben einfach blind bestellt und waren doch ganz dankbar, jetzt trotzdem den Wagen zu sehen. Also niemand wird stornieren von diesen Leuten. Es ist höchstens, dass sie sich ärgern, die falsche Farbe gewählt zu haben, weil die Farbpalette einfach, das ist online nicht so gut sichtbar. Man konnte vielleicht im Volvo-Haus annähernd ein paar Farbskalen sich da anschauen, aber live bei Tageslicht die Farben halt zu sehen. Wir haben in München ja noch Magnesium gesehen. Wir haben White, Snow und Thunder dabei. White ist in der Lederausstattung ohne Performance und die anderen beiden sind die Performance-Pakete. Und der Snow, den wir fahren, ist halt in der schwarzen Ausstattung und der Thunder ist in der grauen Ausstattung. Und die Probefahrten wurden gestern auch dankbar angenommen. Das hat ganz gut geklappt, auch falls ihr euch Sorgen macht in Sachen Corona. Wir haben ja hier an Bord ausreichend, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen, Desinfektionsmittel dabei gehabt, Mundschutz, hat alles ganz gut geklappt und gut funktioniert. Ich denke, es werden alle gesund aus diesem Tag rausgehen. Es war wirklich ein ganz tolles Event. Insbesondere wir hatten viele Polestar Club Fans mit dabei und es war schön. Auch schöne Grüße an Smart e.V., an Andy, der da noch vorbeigekommen ist. Wir haben viele Leute getroffen. Ich habe also ganz viele Gespräche wieder geführt und nette Gespräche und natürlich auch Aufgaben bekommen, die wir jetzt erfüllen müssen. Jetzt habe ich schon wieder zu viel gequatscht und wir kommen gar nicht zum Auto. So, wir haben das Infotainment-System und fangen wir doch direkt mal mit der Navigation an. Ich bin TomTom Navigationsgeräte gewohnt und muss jetzt auf Google umsteigen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, bisher auch am Handy die Google Navigation, ich komme damit nicht zurecht. Aber ich werde mich umgewöhnen, ich bin da guten Willens und habe mich trotzdem schon aufgeregt. Diese Navigation ist halt für Autofahrer, finde ich, noch nicht so ganz so ausgereift. Da, oder ist vielleicht auch Übungssache, da zu schauen. Was ich aber wirklich ganz gut finde, ist halt hier den Bereich, wird ganz klar angesagt, wo man halt abfahren muss, welche Abfahrt. Also die Abfahrtnummer ist mit angegeben, es ist die Abfahrtbezeichnung mit angegeben. Das sagt mir nämlich die Stimme von der Navigation nicht. Die sagt nur rechts, links oder Südost. Und da ist natürlich für mich manchmal die Orientierung etwas schwierig.
Dann hatten wir mal zwischendurch, ich glaube, ich habe auch ein Video davon hinbekommen, das würde ich jetzt hier zwischenblenden, dass die Navigation, also die GPS-Ordnung, ständig also an Zwischenpunkten stand und deswegen immer wieder hin und her gesprungen ist, so dass man dann das Gefühl hatte, dass das dass die Navigation sich immer wieder neu kalibrieren muss und man sich im Kreis drehen würde. Ansonsten funktioniert es ganz gut, auch mit den Bewegungsprofilen der anderen Handynutzer, die halt Google Maps nutzen. Wobei da finde ich halt ein Traffic-System ein bisschen sicherer. Also da vertraue ich nicht so ganz auf diese Handyortung, was das gesamte Verkehrsbild angeht. Man hat nur man hört nur, dass eine Verzögerung ist, aber nicht wegen Stau, Unfall oder sonst was, was einem doch manchmal ja die Entscheidung gibt, ob man abfahren möchte oder nicht. Aber das hat ja jetzt nichts mit dem Polestar zu tun, sondern das hat was mit der Navigation mit Google zu tun. Wir werden beim eCannonball mit Sicherheit noch eine alternative Navigation mitgeben, weil, wenn ihr euch daran erinnert, 2018 war die Navigation das Ausschlaggebende für den Sieg des Ioniq, des Team Sinclairs, weil wir eben da nicht mit Google gefahren sind, sondern mit der Navigation, die im Ioniq verbaut ist. Ja, was aber schön ist, das könnt ihr vielleicht jetzt so gar nicht sehen, aber ich als Beifahrer kann jetzt in der Navigation die Karte hin und her, kann also vor Ort was suchen und der Fahrer an sich, ich will mal gucken, ob ihr das noch so ein bisschen besser sehen könnt. Nein, der Fahrer im Fahrerdisplay bleibt die Navigation so stehen, wie halt eben eine Navigation fährt. Es wird geortet und ich kann aber hier eben in der Karte scrollen, zoomen und machen oder zuletzt endlich wieder hier navigieren. Dann haben wir ja noch die Möglichkeit gehabt, wir haben hier unten immer den Home-Button, um wieder zurückzukommen. Die Navigation für den Fahrer bleibt also vollends unberührt von dem, was ich hier an dem Display mache. Wir hätten jetzt hier die Möglichkeit, uns Ladestationen anzeigen lassen zu können. Und da war es ja auch so, dass hier mir einfach alle Ladestationen angezeigt werden. Es wird also unabhängig von meinem aktuellen Akkustand angezeigt, sondern es werden eben auf meiner Strecke die Ladestationen ausgewählt. Und hier ist es auch so, dass eben alle Schnelllader angezeigt werden und Schnellladung beginnt ab 50 kW. Deswegen finden wir auch alle diese kleinen Triple Charger hier angezeigt. Und es gibt noch keine Filtermöglichkeit zu sagen, heute auf meiner Route, das ist Langstrecke, ich möchte jetzt nur CCS und Mindestladeleistung 100 kW haben, dass man das entsprechend hier filtern könnte. Das ist noch nicht da. Wenn ihr euch aber daran erinnert, Google Maps hat noch gar nicht so lange die Ladesäulen mit auf dem Schirm, dass man die auswählen kann. Selbst dort auf dem Handy ist eine Filterung nicht ganz klassisch möglich. Hier wird es mit Sicherheit noch Erweiterungen und Updates geben, da wird Google Maps also dran arbeiten, dass das mit den Ladestationen etwas komfortabler auch rauszusuchen sein wird. Die Frage ist natürlich auch, ob man vielleicht sich eine alternative Navigation, also dass man zum Beispiel A Better Route Planner sich hier drauf spiegeln lassen kann. Da muss man halt schauen, wie das sich entwickelt mit den Apps, die dort eben eingespielt werden können. Und da kommen wir dann auch gleich mal direkt zu den Apps. Wir haben da ja muss ich immer selber schauen. Wir haben ja hier das Vier-Kachel-System und ja, das ist jetzt mal wieder ein Sicherheitsfeature. Gewisse Dinge können halt während der Fahrt nicht geöffnet werden. Da kommen wir dann später nochmal zu. Ich möchte euch gerne die Apps zeigen, die im Play Store zur Verfügung stehen. Wir haben aber hier ja dieses Vier-Kachel-System, was auch dann noch individuell getauscht werden kann, sodass man sich seine Ordner so anlegen kann, wie man es gerne möchte. Wir haben hier Spotify mit dabei und da wurde mir dann halt auch vom Polestar bestätigt, der Wagen wird mit einer SIM-Karte ausgestattet, die also einen Vertrag von 3 Jahren hat, also mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Ebenso ist Spotify halt für die ersten 3 Jahre im Polestar 2 enthalten. Dann muss ich gestehen, dass ich halt jetzt noch nicht so affin bin mit diesen Systemen. Das würde ich also dann in weiteren Videos euch mal zeigen, wie man dann halt eigene User anlegt. Das ist ja jetzt auch noch dem Problem geschuldet. Es gibt noch keine Handy-App, also es gibt noch keine App, funktionierende App für das Fahrzeug, um dieses halt vom Handy aus zu steuern, Vorklimatisierung,
Ladestände und so weiter. Das wird also via OTA noch ausgeliefert. Da war dann auch die Frage in der Sternstunde, ob denn der Wagen via OTA im WLAN zu Hause praktisch die Verbindung herstellen kann. Ja, der Wagen kann sich also mit dem Router zu Hause verbinden, sodass man auch eine geschlossene Internetverbindung über WLAN hat. Und, aber das Datenvolumen wäre auch irgendwie ausreichend gewesen. Ja, dann Telefon. So, hallo Daniel. Ich habe dich jetzt über mein Handy angerufen und sitze als Beifahrer jetzt. Wie kannst du mich verstehen? Also der Freisprecher ist gut, aber dein Empfang ist gerade nicht mehr so gut. Okay, ja, wir fahren hier gerade auch so ein bisschen Berg und Tal. Sehen wir uns dann Moseltal Ost oder haltet ihr woanders an? Wir fahren jetzt irgendwo hier in 1,2 Kilometer, fahren wir Kaufwickelheim runter und dann wollen wir ein bisschen die Panoramastrecke hier abfahren, hier am Nahetal. Ach so. Ob wir dann Moseltal Ost wieder hochkommen, weiß ich nicht. Also wir fahren jetzt vom Schlenker Richtung Ost. Ja. Ja, okay. Ja, mal gucken. Gute Idee. Vielleicht fahren wir da auch lang. Ich mache hier jetzt noch ein bisschen weiter. Danke, dass du zum Test zur Verfügung standest. Spätestens in Köln sehen wir uns. Ciao. Ja, später. Ciao. Ciao. Dann haben wir hier natürlich die Lüftungsanlage. Die, ich habe jetzt irgendwas angemacht. So, die dann hier gesteuert wird. Hier ist also die Stärke der Lüftung einzustellen. Man kann hier die Scheibenheizung einschalten. Man kann halt Umluft oder die Außenluft ausschließen. Genauso kann man hier dann sagen, zentriert nur die Frontbelüftung oder eben nach oben, unten oder eben automatisch. Und die Lüftungsstärke ist hier einzustellen. Dann haben wir hier natürlich die Sitzheizung entsprechend eingestellt werden kann mit den drei Heizstufen. Und für die Fahrerseite hätten wir dann auch noch gleichzeitig die Lenkradheizung. Hier im Performance-Paket ist das ja enthalten. Zum Einstellen. Alles funktioniert auch via Sprachsteuerung und da könnten wir ja mal was ausprobieren. Und zwar nehmen wir doch mal die Navigation. Wir haben sie zwar schon drin, aber wir können es ja noch mal ausprobieren. Hey Google, navigiere Moseltal Ost. Nach Moseltal navigieren. So, da wird die Route dann auch angezeigt und auch das ist gestern bei der Probefahrt mal interessanterweise gefragt worden. Wir können jetzt einfach hier, wie man es auch bei Google kennt, wird die Route, die vorgeschlagene Route ist halt dunkelblau hinterlegt und eine alternative Route, die ist halt hellblau hinterlegt, die kann ich einfach antippen und kann dann schnell umswitchen auf eine alternative Route. Ich werde später nochmal schauen, irgendwo war es auch hier in den Einstellungen. Da kann man dann entsprechend so Einstellungen, das ist ja das kleine Zahnrad, da wollte ich jetzt nicht hin. Hier geht es ein bisschen bergauf. So, in den Routenoptionen kann man dann auch entsprechend Autobahnen vermeiden, Mautstraßen, Fähre vermeiden, wer es denn möchte. Und da ist die Verkehrsführung anzeigen. Das macht man über die Einstellung. Ganz klassische Navigation. Was ich noch nicht gefunden habe, ist dynamische Route, kurze Route, schnellste Route. Das ist aber wahrscheinlich, wie man es bei Google Map halt kennt, über diese Streckenführung entsprechend auszuwählen. Dann haben wir natürlich hier noch entsprechend das Fahrzeug. Wir haben jetzt hier das Lenkgefühl, also die Fahreigenschaft eingestellt. Wir haben auf die höchste Rekuperationsstufe ist nicht eingestellt. Dazu müsste das Kriechen eingeschaltet sein. Auf Kriechen fahre ich persönlich nicht so gerne. Deswegen haben wir es hier ausgeschaltet. Aber das One-Pedal-Driving, das macht echt mega Spaß. Und das wollte ich eigentlich nicht wieder ausschalten, oder? Nein, das lassen wir dran. Dann haben wir hier natürlich Lenkgefühl, geringen Standard hoch. Den Sportmodus kann man ein- und ausschalten. Du solltest das vielleicht nochmal erklären. Was das ist. Ach so. Ja, mein Mann meint jetzt, ich soll das nochmal erklären, diesen Kriechmodus. Einige von euch werden es vielleicht wissen. Ich habe es so nicht als Kriechmodus gekannt,
sondern einfach nur als nerviges Automatikauto. Ich mag dicht bei der Vollautomatik, dass wenn ich die Bremse löse, dass das Auto los ist. Kriechmodus bedeutet eigentlich nur, dass der Wagen, wenn er steht, also ich habe es jetzt hier auf Off stehen, wenn der Wagen steht, dann steht er auch. Ich brauche also kein Pedal drücken, sondern ich müsste, damit der Wagen wieder losfährt, einmal kurz das Strompedal anticken, damit dann die Fahrt beginnt. Wenn ich das auf On stellen würde, dann würde praktisch der Wagen immer in Fahrtlaune sein. Das heißt, damit er anhält, sobald ich bremse, steht er. Der Fuß muss auf der Bremse sein und sobald ich die Bremse loslasse, fährt der Wagen dann direkt weiter. Ich fand das jetzt ein bisschen kontraproduktiv zum One-Pedal-Driving, weil an der Ampel ist rot, ne? Das habe ich nicht verstanden, ist nicht mein System. Da können sich andere dran auslassen. Optimal eingestellt für die Rekuperation soll eben On sein. Okay, wir rekuperieren dann mal ein bisschen weniger. Scheint ja nicht zu schaden, denn unser Verbrauch, der liegt halt bei mittlerweile 19,9 Kilowattstunden. Und von daher denke ich, dass wir den Wagen hier eigentlich am nettesten fahren. Oder es ist mein Mann. Also ich habe es nicht so runtergekriegt. Dann haben wir hier die Fahrassistenten. Da tue ich mich gerade echt schwer mit, weil ich einfach die Strecke auch nicht kenne und deswegen nicht gerne mit Fahrassistenten rumschillen. Und ich kenne das Fahrzeug nicht und ich kenne solche Fahrassistenten nicht. Deswegen habe ich das also rausgelassen. Würde bei mir also in späteren Videos kommen, wenn A, der Polestar da ist und B, ich einfach auf Strecken fahre, die ich hundertprozentig kenne und von daher keine Sorgen machen muss. Dann haben wir hier den Lane Keeping Aid. So ist er hier beschrieben. Hätte man auch ein bisschen deutscher machen können, für meine Meinung. Den haben wir eingestellt, dann Driver Alert, das ist ja das Schlafwarnsystem. Dann haben wir Road Sign Information und ich kann euch beruhigen, die Blitzer Warn App Meldung ist ausgeschaltet. Das ist in Deutschland halt nicht erlaubt, auch wenn ich als Beifahrer ja jetzt hier irgendwas machen könnte. Nein, das ist nicht erlaubt. Die Verkehrszeichenerkennung haben wir so noch nicht als Zeichenerkennung empfunden. Wir sehen schon auf dem Verkehr, da kommen Straßenschilder und auch das Fahrerdisplay zeigt uns entsprechend die korrekten Zeichen an, aber ob er die gelesen hat oder ob das Karteninformationen sind, die halt dort im Kartenmaterial enthalten sind, das konnten wir noch nicht differenzieren. Ja, Kollisionsvermeidung mussten wir noch nicht verwenden, das ist Standard drin und dann haben wir natürlich hier das Blitz. Mir tut es jetzt wirklich leid, dass wir so nicht die Bildaufnahmen so zeigen können. Ich mache nachher nochmal Fotos von den einzelnen Positionen und habe sie dann auch entsprechend eingeführt. Das habt ihr ja dann schon mitgekriegt. Das kann man hier alles ein- und ausschalten. Mehr ist dort nicht möglich. Dann haben wir hier dieses Aufladen. Dort ist es so, aktuell haben wir auf 100% stehen. Das also, wenn wir den Wagen laden würden und das würde, der Ladevorgang sollte automatisch laufen, würde der Wagen also bis 100% vollladen. Das ist dem geschuldet, dass wir gestern Nacht an einem Hotel gestanden haben und da bietet sich das an, den Wagen einfach 100% vollzuladen. Ansonsten hat man ja standardmäßig, das wisst ihr als Elektroautofahrer, man lädt den Wagen nur bis 80 voll, weil danach einfach nicht mehr die Ladekapazität erreicht wird und der Zeitfaktor, das spielt einfach zusammen eine Rolle und da reicht es bis 80%. Dann wird hier normalerweise auch dann Kabel angezeigt, das sieht man dann auch im Display, also wenn dann hier das Fahrzeug lädt, dann würde man hier auch eine kleine Animation halt dann sehen. Dann haben wir hier noch diverse andere Einstellungen, die vorzunehmen sind. Wir haben den Fahrzeugstatus, da sind, also hier steht keine Warnung, alles ist gut. Reifendrucküberwachungssystem, wir sehen also alles ist grün. Da scheint wohl alles richtig zu laufen, da scheinen wohl Informationen über das Fahrzeug halt einzulaufen und empfohlener Wartungstermin ist hier in 293 Tagen oder nach 25.480 Kilometer. Das scheint also hier einfach nur Fahrzeugstatus, nichts Besonderes zu sein. Dann haben wir hier Sperren, wo man entsprechend die Schließmechanismen einstellen kann, ob er automatisch verriegeln soll, ob er schlüssellos entriegeln soll, ob eben nur fernentriegelt die Fahrertür oder alle Türen entriegelt werden sollen oder ob
eine optische Rückmeldung. Ah, das ist dann wahrscheinlich das Licht, dieses Lichtsignal, wenn man ein- und ausschaltet, wenn man auf- und zuschließt. Das kann man hier also alles einstellen im Sperren. Dann haben wir die Innenbeleuchtung. Da habe ich euch ja Bilder mitgebracht. Es ist einmal, jetzt nehme ich mal die Kamera. Es sind also LED-Leisten hier verbaut. Einmal hier unter dieser Klavierlack. Ja, Ebene ist ein LED-Spiegel, sowie hier beim Handschuhfach ist auch ein entsprechender LED-Spiegel. Die Farben sind aber nur weiß, also kein Farbspiel. Da hat der Herr Ingelnath gemeint, das wäre sonst bunt. Das würde das Design denn durchbrechen. Also haben wir hier nur weiß und da kann man halt die Stufen einstellen, wie hell leuchtet denn der Wagen soll. Ihr seht die Bilder, es ist also nicht ganz großer Unterschied, ob jetzt an oder aus. Dann haben wir natürlich noch hier oben, da füge ich jetzt aber hier auch ein Video ein, da seht ihr, dass Lichter via Touch funktionieren und dimmbar sind. Das ist also ganz nett. Ansonsten ist das einfach nur Licht. Also ich empfinde es als einfach nur Licht. Mit Sicherheit kann man da noch so ein paar Spielereien machen. Bei der Außenbeleuchtung, was können wir denn da? Ah, da haben wir die Kurvenausleuchtung, aktives Kurvenlicht. Also da kann man alles ein- und ausschalten, dreimaliges Blinken, Lichtsequenzen, Linksverkehr. Das heißt, wir können also mit dem Wagen nach England fahren. Da geht es wahrscheinlich darum, dass ja die Fahrzeuge wegen dem Blendeffekt, wegen dem Ausblenden und Anblenden. Ja. Ja, hier kann man also die Außenbeleuchtung noch einstellen. Dann haben wir Spiegel und Wischer sind einzustellen. Und da ist eben Spiegel beim Verriegeln einklappen. Finde ich ganz persönlich ganz toll, weil man dann sieht, ob der Wagen abgeschlossen ist. Dann war hier auch die Einstellung bezüglich beim Rückwärtsfahren nach unten klappen. Wer es mag, der kann es hier also einstellen. Dann kann man auch noch den Spiegel automatisch tönen und Regensensorspeicher und solche Geschichten. Dann haben wir den schnurlosen Telefonlader. So wie jetzt würde es Sinn machen, ihn auszuschalten. Wir haben kein Handy, was induktiv laden kann. Und deswegen braucht das ja nicht ständig auf hab 8 Stellungen stehen, sondern bei uns könnte es jetzt ausgeschaltet sein. Wir wollen aber hier diesen Testwagen nicht zu sehr umkonfigurieren. Was wir auch haben, das sind hier die beiden USB-C-Stecker. Das sind also USB-C-Stecker. Einmal nur zum Laden und einmal für die Verbindung für das Infotainment-System. Da seht ihr aber jetzt auch hier irgendwo, habe ich ein Bild eingeblendet. Dann haben wir die Warnblinkanlage. Ist sie jetzt gut positioniert oder schlecht? Klack, Ding, drin. Dann haben wir den Play-Button, den man überhaupt nicht braucht. Also, er ist sehr schön, ganz leicht zu drehen in der Haptik, fühlt sich auch sehr schön an, aber letztendlich, man braucht ihn nicht. Den hätte man auch weglassen können, weil man die Lautstärke halt sehr gut über das Multifunktionslenkrad bedienen kann oder eben via Sprachsteuerung oder über das Infotainment-System. Also das ist jetzt wirklich nett, dass er da ist. Ja, da haben wir dann nämlich auch nochmal die Scheibenheizung-Knöpfe. Also da sind noch ein paar klassische Knöpfe eingebaut worden, die man da so braucht. Ja, hier hatten wir auch was, da weiß ich aber nicht mehr genau, wie das ging. Wahrscheinlich kann ich jetzt die Einstellung halt während der Fahrt tatsächlich nicht vornehmen. Dann haben wir hier noch den Kameramodus, den ich jetzt auch während der Fahrt nicht verwenden kann. Also bei der nächsten Pause werde ich euch dann entsprechend da noch was zu geben. Habe ich irgendwas vergessen? Wir haben die Becherhalter hier. Ah, ich will mal schauen, ob ich euch noch was Schönes mitbringen kann. Nämlich, aha, da. Seht ihr ihn da? Da. Da ist der Polarstern, der Polestar, der uns immer den richtigen Weg nach Hause zeigen soll. Ich habe erst gedacht, das wäre einfach nur ein Plastik, welches halt nach oben hinweg spiegelt. Aber nein, tatsächlich gestern, als ich das ambiente Licht oder wie das heißt, ausprobiert habe, konnte ich bemerken, er ist tatsächlich beleuchtet. Also das ist wirklich ein Leuchtsignal und ganz netter Gimmick.
Auch das Panoramadach, wie gesagt, ich guck mal, ob wir jetzt, wie weit wir denn damit hochkommen. Ihr seht, wir haben einen schönen Wolkenhimmel, 23 Grad ist es draußen. Wir hier drinnen spüren von der Wärme, die über das Glasdach reinkommen soll, eigentlich nichts. Mir war erst das viel, viel später aufgefallen mit dem Glasdach, dass wir das hier haben. Man guckt da so gewohnterweise ja noch irgendwie rechts und links raus. Ja, das erstmal so zum Innenraum.